Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Mein Name ist Martin und heute gibt es mal wieder ein Bier aus Bayern und zwar aus Bad Tölz. Und da ist die Tölzer Mühlfeldbrauerei zu Hause. Und ich war ja neulich in München und habe mir auf der einen Seite den Weizenbock von der Kirsten Ryan vorstellen lassen in der Biothek in München und auf der anderen Seite natürlich die Schwarze Tinte, die Kollaboration mit dem Martin Seidel von der Dietrachinger Brauerei mitgenommen. Und da stand noch so ein einsames, verlorenes Tölzer Pale Ale im Kühlschrank und das hat dann irgendwie den Weg in meinen Sixpack gefunden, den ich mir dort gekauft habe. Und ganz ehrlich, den werde ich mir jetzt mal geben. Was haben wir dann dafür? Technische Daten, 5,0 Volumenprozent Alkohol, 25 Bittereinheiten, das ist nicht zu viel für einen Pale Ale und 11 Grad Plato und verwendet wurde Bayerischer Cascade und Kalista und Tradition. Ah, Moment. Also, dann würde ich sagen, ja, gehen wir das Ganze mal an. Oben drauf ein schöner Kronkorken mit dem Tölzer Löwen, glaube ich, ist das. Ein schönes, klares, gar nicht so trübes Bier. Ja, gleich der Trübung hat es, aber relativ viel Schaum oben drauf. Das sind bei diesem Glas über 3 Finger breit. Und ja, sonst eine schöne goldene Färbung, wie gesagt, eine leichte Trübung. Was ist denn das? Das ist so eine Traubennote. Ein bisschen Pfirsich, Orange. Sonst so erdige, grasige Töne in der Nase. Ja, in diesem Sinne. Cheers. Ah, es wirkt sehr leicht. Hat ja auch nur 5 Volumen. 5 haben wir gesagt, ne? 5 Volumenprozent Alkohol. Da gibt es auch Pale Ales, die haben deutlich mehr. Es bleibt fruchtig, so wie im Aroma. Hat so eine, ja, so eine leichte Traubennote. Pfirsich ist mit dabei. Nicht so intensiv, eher sehr zurückhaltend. Was überraschend ist, es ist eins der wenigen Pale Ales, wo man mal nicht so von den Zitronen erdrückt wird. Es ist aber überraschend, es ist kaum bittere mit dabei. Es ist eigentlich. Ja, es liegt auf so einem leichten Malzbett, aber von der Bittere, das hat man gesagt, 25 Bittereinheiten, da merkt man tatsächlich so rein gar nichts. Vielleicht ganz irgendwo hinten im Hintergrund. Aber das Malz, das führt dann doch zu einem schönen mittleren Körper. Auch die Kohlensäure ist jetzt nicht besonders intensiv, eher so im sehr durchschnittlichen Bereich. Angesiedelt und diese Hopfentöne, die jetzt keine bitteren Noten sind, aber so diese leichte Fruchtigkeit auf der einen Seite, diese erdigen Töne auf der anderen Seite, grasig, das ist alles so hinten im Nachtrunk, schwingt das noch so mit und lässt dieses Bier langsam ausklingen. Hat auch eine sanfte Süße hinten raus, die vorher im Antrunk gar nicht so präsent war. Aber ganz ehrlich, das ist so ein typisches Brückenbier. Das ist jetzt ein Bier, das unter Pale Ale verkauft wird. Allerdings, wenn sich das jemand, glaube ich, kauft, der jetzt auf ein normales West Coast Pale Ale oder so ein typisch amerikanisches Pale Ale aus ist, der wäre, glaube ich, massiv enttäuscht mit diesem Bier, wobei dieses Bier definitiv handwerklich völlig okay ist. Aber das sind diese Brückenbiere und vermutlich ist mein Tölz jetzt auch nicht gerade in der Gegend, wo man halt diese freaking Biere auspacken kann und sie halt so in den breiten lokalen Markt reinschieben kann. Und da kommt dann letztendlich sowas bei raus. Da ist der Bayer, der ist ja mit der Balle alle, der ist ja nicht überfordert dabei. Und das sind, glaube ich, so diese Biere, mit denen man Leute, die ja eben nur ihr Helles kennen oder das Weizenbier, dann auch so ein bisschen in die Craft-Welt einführen kann. Trotz alledem gibt es für das Tölzer
Pale Ale aus der Tölzer Mühlfeld Brauerei von ProbierTV. 3,5 Punkte für das Tölzer Pale Ale aus der Mühlfeld Brauerei aus Bad Tölz. An dieser Stelle nochmal liebe Grüße an die Kirsten Ryan. Und wenn ihr dieses Bier kennt und der Meinung seid, das hat 5 Punkte verdient, dann schreibt mir, wenn ihr der Meinung seid, es hat noch weniger verdient. Das wäre unfair, glaube ich. Aber dann schreibt mir auch. Bin gespannt über auf eure Kommentare. YouTube, Facebook oder auch der Blog sind hier eure Freunde. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. An dieser Stelle nochmal Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Bier hier bei ProbierTV. Bis dann. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.